Bevor das Video startet, möchte ich euch um zwei Kleinigkeiten bitten. Und zwar einmal ist immer noch mein Fragen-Antwort-Video offen. Das heißt, ihr könnt mir immer noch Fragen unter mein Fragen- und Antwort-Video stellen, was ich euch in der Infobox verlinken werde. Also fragt mich, was ihr wissen wollt, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und Bitte Nummer zwei wäre, ihr kennt bestimmt aus meinem Follow Me Around Video in Frankfurt die Nadine, die liebe Nadine. Sie hatte einen YouTube-Kanal, der hieß Nadine Jöst. Und ja, sie wollte aber ein bisschen anonymer auf YouTube sein und hat sich einen neuen Kanal angelegt, der heißt Beauty Circles mit 2i. Und ich möchte euch alle bitten, bei ihr vorbeizuschauen, weil es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man einen neuen Kanal aufmacht. Und ja, also schaut alle bei ihr vorbei, ob ihr sie schon kanntet oder nicht, aber schaut alle vorbei. Sie ist ganz, ganz toll und sie macht ganz tolle Augen-Make-ups, weil sie nämlich wirklich wunderbare Augen hat. Und ja, sie ist eine sehr süße Maus und deswegen müsst ihr alle bei ihr vorbeischauen, bitte. Und ich verlinke euch ihren Kanal in der Infobox und ja, dann viel Spaß jetzt beim Video. Bis dann! Hallo meine Lieben, ich bin mal wieder ungeschminkt und das hat auch einen ganz besonderen Grund, weil ich wurde nämlich getaggt von der lieben Jessie und ich werde euch ihren Kanal auf jeden Fall in der Infobox verlinken, hier müsst ihr euch angucken, sie ist eine ganz, ganz liebe, zuckersüße Maus und ja, sie hat mich getaggt und zwar zu dem Wie teuer ist mein Gesicht Tag, der ist in der Bloggerwelt wohl sehr im Umlauf und sie hat den jetzt mal nach oder beziehungsweise in die YouTube-Welt geholt. Und deswegen mache ich da auch sehr gerne mit. Also es geht darum, ich schminke mich jetzt ganz normal mit euch. Ihr seht dann auch, wie ich mich schminke und was ich jeden Morgen so benutze. Und am Ende gucken wir mal, wie teuer das Ganze ist. Und ich bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich werde euch die Preise mal hier so einblenden. Und ja, ich würde das Ganze jetzt erstmal schätzen. Also ich denke, dass im Moment mein Gesicht nicht wirklich teuer ist, weil ich nicht viel benutze und auch keine teuren Sachen. Ja, von daher würde ich denken, dass es nicht teurer ist als 30 Euro. Und ja, ich muss jetzt mal gerade mein Ladegerät holen, weil sonst kackt mir die Kamera gleich ab. So, das Ladegerät ist angeschlossen und ich bin bereit und lege jetzt los. Wie gesagt, ich denke nicht, dass es teurer wird als 30 Euro, aber das werden wir jetzt sehen. Das Erste, was ich immer benutze, wenn ich mich schminke, mein Gott, das ist jetzt aber auch wieder kritisch hier, ist diese Balea Aqua Feuchtigkeitscreme, so eine Gelcreme. Preis seht ihr eingeblendet und ja, die trage ich immer erstmal im gesamten Gesicht auf. Wenn ich das gemacht habe, benutze ich normalerweise nur noch Concealer. Ich habe mir aber gestern eine getönte Tagescreme gekauft und möchte die testen. Also was heißt testen? Ich werde euch nicht sagen, wie ich die dann finde und so weiter, weil ihr die einfach nicht mehr bekommt. Das ist nämlich eine von ihr Platz bzw. von Schlecker. Und ich habe sie jetzt noch bei ihr Platz bekommen können. Und zwar ist das diese Rilania Face getönte Tagescreme. Und ja, also normal benutze ich die nicht, aber heute benutze ich sie mal. Das heißt, es wird teurer als mein eigentliches Gesicht. Aber das macht jetzt nichts, weil viel hat die nicht gekostet. Aber die trage ich dann jetzt einfach mal irgendwie im gesamten Gesicht auf. Mache ich jetzt auch einfach mal mit den Fingern. Naja. Seht ihr jetzt einen Unterschied? Also viel Deckkraft hat sie irgendwie nicht. Wir hätten wir auch weglassen können. Aber egal, jetzt habe ich sie benutzt. Jetzt packe ich das mal wieder ein. Als nächstes benutze ich meinen Concealer. Derzeit ist das der Essence Day Natural Concealer. Dafür hole ich euch mal ran an meine wundervolle Haut. Aber naja. So, da dreht man halt hinten so. So, bis da vorne was rauskommt. Ich drehe mal ein bisschen zu viel, aber naja. Dann trage ich mir es unter dem Auge auf in dieser Dreiecksform. So,
Porträt noch mal ein bisschen, weil der nicht so stark deckend ist. Um die Nase, hier unten auf dem Kinn, hier meine fiesen Pickel, die ich momentan habe, zwischen den Augenbrauen und ja. Das verteile ich dann immer mit den Fingern. Das wäre auch erledigt. Das lasse ich dann immer ein bisschen einziehen. Und dann benutze ich auch schon meine Mascara. Achso, hier. Und zwar ist das die All Around Mascara von Catrice. Habe ich auch ein eigenes Video zu gemacht. Kann ich euch gerne mal in der Infobox verlinken. Da zeige ich euch meine Meinung so über das Produkt und so eine Demonstration. Ja, und dann benutze ich eine Wimpernzange, die muss ich ja jetzt nicht dazu machen, oder? Ich muss doch nur das zählen, was ich mir ins Gesicht schmiere, oder? Also ich lasse die jetzt mal raus. Wenn es falsch ist, könnt ihr das am Ende selber drauf rechnen. Aber ja, ich biege mir dann nur noch die Wimpern. Und dann, oh Gott, ey, dann tusche ich mir die Wimpern ein bisschen. So, ich trage immer erstmal eine Schicht auf und dann, mache ich erstmal mit dem restlichen Gesicht weiter und trage dann später nochmal eine zweite Schicht auf. Ich mattiere jetzt erstmal mein Gesicht mit dem Essence Fixe Matte Translucent Powder. Das ist dieses lose Puder und das trage ich auf mit meinem Essence Kabuki Pinsel. So, dann benutze ich meinen Bronzer von, also der Terra del Sol. Nummer 2 ist das. Ich schreibe euch übrigens nochmal alle verwendeten Produkte in die Infobox. So, dafür benutze ich so einen Pinsel aus dem Very Crocs von Zoeva. Das trage ich mir dann ziemlich im ganzen Gesicht auf. Hauptsächlich auf der Wangenpartie und an den höchsten Stellen meines Gesichts. Also ich will damit nicht konturieren, sondern... Jetzt trage ich noch mal eine Schicht Mascara auf. Die müssen wir ja jetzt nicht nochmal zählen. Dann benutze ich meinen Augenbrauenstift und mein Augenbrauengel, jeweils von Essence. Mein Augenbrauenstift ist in der Farbe Blond und jo. Ich kenne mir dann, er hat hier so ein Kämmchen, dann kämmchen die das mal so ein bisschen in Form. Ich muss nicht unbedingt mal wieder zupfen.
dann, was ich auch nicht jeden Tag mache, aber ich mache es heute ausnahmsweise mal, damit wir alles mal so drin haben, nutze ich 2 NYX Jumbo Eye Pencils, und zwar einmal in Milk und einmal in Black Bean. Den Milk, Milk trage ich mir immer auf der Wasserlinie auf, so ein bisschen. Nicht ganz so stark, also das versuche ich zumindest. Und dann benutze ich den Black Bean als Lidstrich und dafür nehme ich dann immer so einen angeschrägten Lidschattenpinsel und hole mir halt so ein bisschen Produkt ab. Dann setze ich das einfach immer nur hier außen hin, um so ein kleines bisschen den Wimpernkranz zu verdichten. Nicht viel. Ich ziehe es dann ein kleines bisschen immer so raus. Lippenstift benutze ich ja eigentlich nicht regelmäßig und das variiert auch immer, aber meistens für den Alltag benutze ich keinen Lippenstift, dann mache ich da gar nichts drauf. Also so laufe ich ungelogen im Alltag momentan die ganze Zeit rum. Ihr habt es auch in den letzten Videos, denke ich, gesehen, dass ich nie viel drauf hatte und ja, das war's im Prinzip und ich weiß jetzt nicht, was das insgesamt gekostet hat, das werde ich erst sehen, wenn ich das Video bearbeite. Aber ihr seht jetzt hier das Endergebnis, wie viel mich das Ganze kostet oder beziehungsweise wie teuer mein Gesicht ist. Und ja, liege ich über 30 Euro oder liege ich noch drunter? Ich weiß es nicht. Ich schätze ja mal, dass ich nicht über 30 Euro bin. Obwohl, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ihr seht es jetzt. Und ja, ob ich meinen Schätzungen treu geblieben bin. Und ja, aber so teuer ist mein Gesicht. Und so, wen tagge ich denn? Ich weiß nicht, wen Jessie schon getaggt hat. Ich würde mal sagen, ich tagge mal die Sandy. Sandy Lou, Mäuschen. Dich tagge ich. Dann tagge ich... Boah, ich habe keinen Plan. Ich tagge Nina, Snowflake. Ich tagge Sarah, also Wunderblümchen, 1987, glaube ich. Oder 88, keine Ahnung. Sarah auf jeden Fall. Wen kann ich denn noch taggen? Anna, Nankiski und die Conny tagge ich auch. Und ich glaube, Debbie ist schon getaggt. Ja. Aber dann tagge ich euch mal und alle anderen, die auch Lust haben mitzumachen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja. Und das war's dann von mir. Und denkt dran übrigens, mir fleißig... nee, Moment, wir machen das anders. Auf Wiedersehen.